Und sie haben sich in 10 Jahren Bandgeschichte in die erste Liga des deutschen Punkrock gespielt. Viel Spaß mit den Bates. Stay tuned. It's Mustangs Jam TV. Die Bates gibt es mittlerweile satte 10 Jahre. Neben den Toten Hosen und den Ärzten gehören sie zur Spitze der deutschen Punkrock-Liga. Doch der Erfolg kam nicht über Nacht. Seit die Bates 1993 von einem Major-Label unter Vertrag genommen wurden, tourten sie unentwegt durch Deutschland und brachten bisher 6 Studio- und 2 Live-Alben heraus. Von Anfang an stilsicher in ihrem Sound erspielten sich die Bates eine riesige Fangemeinde. Nach ihrer letzten Megatour zum Album Kicks and Chicks legten die 4 Mitglieder der Band ihre erste längere Pause ein. Ende 1997 gaben sie mit der Single Independent Love Song wieder ein Lebenszeichen von sich. Und jetzt sind sie mit einem neuen Album und aktuell auf Tour wieder voll da. Heute in Jam die Bates über ihre aktuelle Tour und ihr neues Album Intravenous. Zimbel alias Markus Zimmer ist der Sänger und Bassist der Band. Vom eingefleischten Splatter-Fan stammt in Anlehnung an seine Lieblingsfilmfigur Norman Bates auch der Name der Band. Kluge, bürgerlich Frank Klubescheid und Schlagwerker der Bates, ist leidenschaftlicher Eintracht Frankfurt-Fan. Seine ersten Lorbeeren verdiente er sich bei der neuen deutschen Welle-Kombo Tabu. Gitarrist Rap alias Michael Rebig ist der Youngster der Bates. Neben seiner neuen Leidenschaft für die Trompete steht er auf Fortbildung jeder Art. Thomas Pogo-Möller greift ebenfalls in die Gitarrenseiten. Sein Herz schlägt für den FC St. Pauli. Von seinem Lieblingsverein lässt er kaum ein Spiel aus, wenn es seine Zeit erlaubt. Ihre straighten Töne schlugen die Bates schon auf ihrem ersten Album an. Dass sie vor 5 Jahren einen Major-Deal unterzeichneten, änderte nichts an ihrem unverbrauchten, geraden Punkrock-Stil. Sie produzierten schon immer nur das, was ihnen gefiel und in den Sinn kam. Daher wehren sie sich auch gegen jede Kategorisierung, etwa als Fun-Punks. Wir sind Dead-Punks. Dead-Fun-Punk machen wir. Dead-Fun-Punk. Nee, wir sind eigentlich schon recht ernste Menschen. Und so, wir leben zwar auf der Bühne so ein bisschen Spaß aus, aber wir sind nicht nur irgendwie so Leute, die halt Hallihallo, wir fliegen zum Mond singen oder so, sondern es geht schon um ernste Themen irgendwie, ne, in unseren Texten. Und die Musik ist eigentlich auch nicht so funny. Und wenn du die Intravenous anhörst oder so, die ist doch schon eher in diese ernstere Richtung. Punk-Bands im Musikbereich werden immer damit assoziiert, so mit Bands wie Brieftauben oder, ja, was fällt mir da noch zu ein? Mir fällt eigentlich nichts anderes. Also so diese Richtung halt. Was ich auch nicht schlecht finde, ich mag die Brieftauben sehr gerne, aber das heißt immer, Fun-Punk ist immer das, so diese Dosenbier-Ecke. So, was wollen wir? Dosenbier. Wir wollen halt eine Party machen mit den Leuten und wir wollen auch ein bisschen Spaß haben und so, das ist schon ganz wichtig. Aber wir sind nicht nur die Spaßpunker. Es ist ziemlich viel Trauriges bei uns in den Liedern drin. Wer das nicht merkt, der hat es falsch verstanden. Ihre manchmal auch melancholisch oder düster angehauchten Songs schrieben die Bates mitunter in Rekordgeschwindigkeit. Bei der Auswahl bringt sich jeder aus der Band ein. Nur die Texte werden einzig und allein von Zimbel verfasst. Wir arbeiten alle total gleichberechtigt. Jeder macht seine Songs, schleppt sie irgendwie den anderen an, spielt sie denen vor. Wenn sie gut sind, spielen wir sie zusammen. Wenn sie scheiße sind, werden sie gecancelt, aber das passiert jedem mal. Wie hat ein typischer Bates-Song zu klingen? Das sind ja immer ziemlich einfache, straighte Songs und so. Und da gibt es eigentlich nie großartig Fragen, wie man das umsetzen sollten oder könnten. Machen wir nicht. Es ist wichtig, dass bei uns alles schnell funktioniert und so, dass das ziemlich rasch geht, dass man nicht großartig rumfuddeln muss an irgendwelchen Songs, sondern die müssen sofort irgendwie reingehen.
Der unterschiedliche Härtegrad der Songs, wozu auch bei jedem Album zwei, drei Coverversionen gehören, leitet sich von verschiedenen stilistischen Vorlieben der Bandmitglieder ab. Everyone in town talking about the same old shit again. Everybody's going quiet and safe. The streets are full of trash. Klube hat früher, kommt eigentlich so ein bisschen aus der Jazz-Ecke. Ich hoffe, er schlägt mich jetzt nicht, wenn ich das sage. Rap war derjenige, der zusammen mit mir so neben dem Punkrock immer auch diese ganzen alten Heavy-Metal-Sachen gehört hat. So Iron Maiden, diese New Wave of British Heavy Metal. Solche Geschichten. Der Zimmel hat neben Punk immer noch die 60s-Sachen gehört. Das, also wir haben eigentlich vier ziemlich verschiedene Musikeinflüsse in unserer Musik, obwohl wir unsere Basis ist Punkrock immer gewesen. Und das macht eigentlich auch den Bates-Stil aus. Deswegen covern wir auch öfters 60er-Jahre-Songs und so. Wenn andere Leute Lieder schreiben mit Sachen, die einen beeinflussen, die kommen in den Übungsraum und sagen, okay, ich habe diese Idee, nehmen den Text, spielen was dazu, wir spielen alle was dazu. Und wenn wir meinen, das klappt gut, haben wir einen Song. Weil in dem Moment, wo wir es spielen, haben wir dieses Ding. Wenn das irgendwie nicht rüberkommt, haken wir das. So entstehen die Songs, deswegen geht das alles relativ schnell. Wir basteln nicht an den Dingern rum, nie. Außer schnell entschlossenen Songschreibern sind die Bates auch eine unermüdliche Liveband. Nach 4 Jahren Highspeed gönnten sich die Bates im Vorjahr erstmals eine Pause. Wir haben jetzt zu jeder Platte, die wir gemacht haben, ausgiebig getourt. Das war, wir hatten das große Glück, einen Major-Deal zu bekommen, der uns ganz weit nach vorn gebracht hat. Und dann muss man natürlich, wenn man bei einer Major-Company unterschreibt, erstmal überall spielen. Das heißt, die Plattenfirma sagt, ey, ihr müsst da, da und da und da, damit jeder Mensch in diesem Land einmal diesen Pissnamen mal irgendwann im Kopf gehabt hat. Also man tourt ausgiebig, man spielt sehr viel. Wir haben in den letzten paar Jahren, im Jahr im Schnitt, um die 100, also 20 bis 30 Konzerte gespielt. Und wenn man Promo-Sachen, Playback-Geschichten, was weiß ich, Interviews noch dazu nimmt, waren wir im Schnitt im Jahr um die 230 bis 50 Tage unterwegs. Das war auch so das, wo wir letztes Jahr an einem Punkt gekommen sind, wo es einfach nicht mehr ging. Es hat nach wie vor Spaß gemacht, wir wollten das auch, wir konnten aber nicht mehr. Deswegen die Pause. Ich würde sagen, wir haben einfach, wir waren ein bisschen zu sehr unter Druck. Wir haben irgendwie einfach keine Auszeit mehr gehabt in dem Sinne. Das war einfach, wenn wir nach Hause gekommen sind, war das nur um zu schlafen und morgen mussten wir wieder aufstehen und tschüss für 2 Monate. Und ja, wir hatten einfach keine Zeit mehr, so richtig mal ein bisschen nachzudenken. Das hat nur uns, haben wir uns halt einfach genommen. Die Story der Bates beginnt schon vor ihrer Bandgründung. Alle 4 kommen sie aus Eschwege, einer Kleinstadt 50 Kilometer entfernt von Kassel. Es ist halt eine ganz, das ist eine winzige Provinz, dort ein bisschen verschlafen und sowas. Und so, sagen wir mal, sämtliches Weltgeschehen und sämtliche Trends oder sowas sind schon ein bisschen an Eschwege vorbeigeflossen. Das ist ein süßes, kleines, verträumtes Städtchen, wo halt nie großartig Szene war. Alle 4 begannen mehr oder weniger gleichzeitig zu rebellieren. Ihre Lebensphilosophie war Punk. Wir sind halt die ganze Zeit sehr, sehr belächelt worden in der Stadt und so. Guckt man mal an, die Kaputten, die denken, die könnten so auf diese Art und Weise durchs Leben kommen. Und halt immer so ein ganz kleines bisschen mit dem Finger und hier, komm her, hier hast ein Bier, kannst dir sowieso keins leisten und so ein Zeug. Ein paar rebellische Kids droschen in Eschwege harte Akkorde. So lernten sich die Bates kennen. Gab halt immer so ein paar Kids, die halt rumgemuckt haben, Schülerbands hier und da. Und es waren halt einfach immer nur so eine Handvoll. Und du läufst da zwangsläufig über den Weg. War das halt wie gesagt ganz genauso. In der einen Kombo, in der anderen Kombo mal ausprobiert, bis es dann irgendwie zu der Gruppierung kam, die bis heute halt steht. Like
Wenn die Ramones in Bottrop oder in Eschwege, kennt irgendwer Eschwege, wenn sie da geboren werden, die vier, dann würden sie genau die Musik machen, das wäre absolut genauso geil. Das neue Album Intravenous, die musikalischen Vorbilder der Bates und warum sie nie aufhören werden, Coverversionen zu spielen, im nächsten Teil von Jam. Die Punkbands der ersten Stunde haben zwar vorexerziert, dass man auch mit drei Gitarrenriffs Erfolg haben kann, aber die Bates haben mehr drauf. Mein Vater, der war Schlagzeuger. Der hat ganz früher in einer Big Band gespielt, vom Zirkus Althoff und so. Dann später nur noch so Kirmesmusikant gewesen, weil er irgendwie verheiratet war und meine Mutter wollte irgendwie sesshaft werden dann. Und ich habe dann als kleiner Wanst, so als Kiddie oder so, habe ich ihm ab und zu mal das Schlagzeug geklaut, habe es in meinem Zimmer aufgestellt vor den Spiegel und habe ein bisschen Rockstar gespielt, bin auf Ringo Starr tierisch abgefahren. Ich bin eigentlich Autodidakt. So mit Büchern, so, ach, was ist da so die E-Gitarre und so. Und das, ich bin eigentlich auch erst sehr spät, ich habe eigentlich erst später erst angefangen mit E-Gitarre. Jetzt an sich, ich habe mit 17,5 erst angefangen. Ich war da schon immer ziemlich wild auf Musik. Ich hatte irgendwann mal so eine Plastikgitarre, so eine Kindergitarre geschenkt bekommen. Und ich habe immer vorm Spiegel gestanden und so, was ja wohl jeder mal gemacht hat mit dem Tennisschläger. Und ich habe dann angefangen auf dem Gerät, was eigentlich gar kein richtiges Instrument war, aber schon Saiten hatte. Angefangen Melodien zu spielen und ich habe meine Eulen so lange genervt, bis sie mir eine Gitarre, eine richtige, gekauft haben. Und dann habe ich Unterricht genommen, ja. Richtig so Einzelunterricht. Also ich kann das schon ganz gut. Mit Zimmel habe ich schon mal in der Schülerband zusammengespielt. Haben wir auch so neue deutsche Welle-Zeug gecovert. Und auch Rapper hat schon Musik gemacht. Also man kann sich so, aus der Szene kannte man sich schon. Trotzdem mussten sich die Bates stilistisch erst zusammenraufen, was ihnen aber bis zur Veröffentlichung des ersten Albums überzeugend gelang. Samuel und ich, wir konnten uns früher nie leiden. Er war in einer ganz anderen Szene als ich. Also ich war hier Punk und sowas und er war, das war damals so eine Jazz-Clique in Eschwege. Also die haben so ganz wildes Zeug gehört, Aldi Meola und so ein Kram. Sorry für die Langhaarigen. Wir hatten einen Übungsraum zusammen im Jugendzentrum Eschwege und der Kluwe hat uns ein paar Mal zugehört und hat unserem Drummer eigentlich nur mal einen Beat gezeigt. Also was er zu einem Lied, das spielen wir heute schon längst nicht mehr, wie er das am besten trommelt und sowas. Und das hat auf einmal, war die Band um Klassen besser. Einfach nur, weil der Kluwe da gesessen hat und hat gespielt. Und das hat auch unser Drummer eingesehen. Der kam als erstes an und hat gesagt, pass mal auf, so gut wie mit dem Klubeschart, das hat sich noch nie so gut angehört, nehmt den. Ja, und dann haben wir den genommen und der Klube kam dann auch noch rein. Wir wollten fragen und er hat dann zuerst gefragt, hier, ich würde so gern bei euch spielen. Nach den ersten Erfolgen gab es seither nur einen Wechsel an der Gitarre. Als die Bates entstanden, da war Rap noch nicht dabei. Das waren ganz am Anfang der Klube, der Zimbel und ich. Und ein Gitarrist namens Armin, der dann, als es richtig losging, sich entscheiden musste, Beruf oder mache ich die Musik zum Beruf? Und er hat dann gesagt, nee, das ist mir alles zu unsicher. Ich studiere lieber weiter und mache dann meinen Beruf. Und er ist jetzt Pfarrer. Dann haben mich die Jungs gefragt, wie sieht's eigentlich aus, weil ich wäre der einzige adäquate Nachfolger oder zumindest die einzige Lösung im Moment. Ich hatte aber da noch andere Bands am Laufen und ich wollte die nicht vom Koffer scheißen. Und da habe ich dann gesagt, ja,
ich spiele halt mal mit, ich gucke mal, ne? Wir machen jetzt erstmal dieses, weil da waren auch schon Gigs gebucht und da war halt diese eigentlich die erste wichtige Sache für die Bates, um aus quasi aus der Kassel-Umgebung rauszukommen, die Peter and the Test Tube Babies for a Support Tour, ne? Ich habe da auch einen ganz schönen Lernprozess hinter mir, irgendwie so, bis ich fest integriert war in der Band. Das hat bestimmt mindestens ein ganzes Jahr lang und eine Platte gedauert. Ne? Seit März steht das 7. Studiowerk der Bates in den Plattenläden. Ein Album, das sich in mehreren Punkten von den vorhergehenden abhebt. Intravenous reflektiert auch das vergangene Jahr, in dem sich die Bates eine Erholungspause gönnen mussten. Es kommt halt immer so ein kleines bisschen auf die Lebensphase drauf an, die man gerade durchlebt. Und so eine Platte, wie wir so halt jetzt die Intravenous gemacht haben, die spiegelt so immer so ein ganz kleines bisschen so die Phase wieder, in der wir uns gerade so bewegt haben. Und das letzte Jahr war halt nicht irgendwie so von Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie so geprägt. Das ist nicht immer lustig. Es war halt irgendwie ein Jahr, wo halt ein bisschen was Tristes irgendwie abgegangen ist und halt auch so ein paar Sorgenfalten irgendwie so ab und zu mal die Band irgendwie so überflogen haben. Ich meine, das ist jetzt wieder vorbei, aber das spiegelt sich so ein ganz kleines bisschen doch auf der Platte. Auf Intravenous verarbeitete Zimbel in seinen Texten auch einige schmerzliche Erfahrungen des Vorjahres. Beim Zimbel spielt ganz viel mit, dass eine Beziehung halt auch durch das Touren in die Brüche gegangen ist. Eine Beziehung, die auch schon ein paar Jährchen gedauert hat, also 2 oder 3 Jährchen, ich weiß nicht, wie lange die zusammen waren. Teilweise auch durch das Business und die Folgen des Business. Ne? Und ich denke, da sind auch ein paar Stücke drauf, die darüber handeln. Ne? Es war eine ernstere Zeit. Uns ging es allen nicht ganz so gut. Irgendwie speziell mir ging es ziemlich dreckig. Und naja, so kommt das halt raus. Wir schreiben halt keine Lieder irgendwie. Also wir nehmen uns nicht vor, jetzt ein hartes oder ein softes Stück zu schreiben oder ein ernstes oder ein lustiges. Das kommt halt einfach. Jetzt ist das wieder ganz, ganz anders. Wir sind irgendwie jetzt wieder total, total happy. Irgendwie sind wieder sehr, sehr tight together. Haben irgendwie wahnsinnig viel Spaß, wieder auf Tour zu sein und so. Das haben wir schon entbehrt die ganze Zeit. Aber wie gesagt, so eine Platte spiegelt immer so eine gewisse Lebensphase wieder. Doch nicht nur stilistisch, sondern auch zeitlich gaben sich die Bates für Intravenous mehr Spielraum und fanden so zu neuen Stimmungen und Sounds. Wir hatten einfach ein kleines bisschen mehr Zeit, um uns auf die Platte vorzubereiten. Und wir haben unsere Sache einfach mal wieder ein bisschen intensiver ausgelebt. Also wir haben halt einfach mal gesagt, Mensch, mein Gott, ich hatte eine Idee zu einem Song, dieses She Won't Come Back. Und als mir das eingefallen ist, als ich da so zu Hause rumgesessen habe, ein bisschen rumgeklempert habe, da habe ich gedacht, Mensch, das hätte ich gern mit Streichern. So Eleanor Rigby-mäßig so in diese Richtung gehend und hat die Jungs halt gefragt, ob sie was dagegen hätten, wenn wir das mal ausprobieren auf der Scheibe, und haben die gesagt, nein, überhaupt nichts, wir sind im Grunde genommen offen für alles. And the city is dark and full of tears. And the time it has overcome the years. And the boys and the girls, they are still doing their cheers. This dirty place, you know that you're all alone.
ganz spontan an jeden einzelnen Song dran gegangen und haben uns da irgendwie selbst überraschen lassen, was kommt dabei raus, wenn wir den so und so versuchen im Studio umzusetzen. Und da sind halt ein paar Kleinigkeiten mit dazugekommen, was wir bis jetzt noch nicht gemacht hatten. Also wir haben halt eine Hammond-Orgel ab und zu mal mit drauf auf vier Tracks. Dann haben wir halt, wie gesagt, diese Streicher-Sektion von den Instapocket-Tables haben wir mit eingeladen ins Studio, die ich gerne grüßen möchte nochmal. Ne? Wir haben einfach auch nur die Stücke, die wir irgendwie, die wir im Kopf hatten, haben wir einfach nur umgesetzt. Vielleicht dadurch, dass wir so ein bisschen Abstand hatten, wie gesagt, ein Jahr lang Abstand hatten von diesem ganzen Business, ist es nicht so, klingt das nicht so, als ob es gleich jetzt auf der Bühne live gespielt werden müsste, sondern so ein bisschen lebendiger. Wir hatten Zeit irgendwie, also wir haben einfach Ideen gekriegt, die wir früher nicht hatten, also die, wo wir keine Zeit für hatten, die zu kriegen. Das ist der Unterschied und natürlich auch der Toningenieur, der hat halt auch so seine eigene Vorstellung oder beziehungsweise den haben wir auch ausgesucht, weil wir unsere Ideen besser mit dem ausleben konnten. Jeder soll einfach mal auf einer Platte machen, das wozu er Lust hat. Also wir setzen keine Grenzen. Wenn einer jetzt meint, er müsste Alphorn spielen, soll er Alphorn spielen. Wenn einer meint, er müsste Orgel spielen, soll er Orgel spielen. Wir setzen uns da einfach keine Grenzen. Und wir wollten auch produktionstechnisch einfach nicht irgendwie so big, sondern einfach nur back to the roots. Also zum einen back to the roots, zum anderen jeder sollte das tun, wozu er Lust hat. Und genau das ist das Album auch geworden. Von der Produktion her denke ich ziemlich punkig und trashig, aber trotzdem dadurch, dass wir andere Instrumente auch verwendet haben teilweise, recht breitbandig. Als ganz besonderes Markenzeichen der Bates gelten deren Coverversionen. Dass es dazu kam, war eher Zufall. Dass das Covern bekannter Ohrwürmer auch danach beibehalten wurde, gehörte bereits zum Konzept. Es war so, dass wir, seit wir Musik machen, immer gern gecovert haben. Wir haben auch live immer gerne Sachen gecovert, die zum Teil kein Mensch mehr kannte, die wir ausgegraben haben und die dadurch wieder irgendwie neu ins Leben gerufen worden sind. Und als wir unsere erste Platte gemacht haben, damals gab es noch Vinyl, waren wir im Studio und haben aufgenommen. Und als wir fertig waren, sagte der Typ, der Produzent, nee, das geht so nicht, das sind nur 23 Minuten Spielzeit, da muss noch was passieren, so können wir die Platte nicht rausbringen. Und dann haben wir gesagt, nö, dann nehmen wir die Sachen, die wir live spielen, die wir gecovert haben, packen wir dann noch mit drauf. Und es war Runaway von Del Shannon und It's My Party von Schieß mich tot, weiß ich nicht. Und als wir die zweite Platte gemacht haben, haben wir gesagt, ach, das war ganz nett, kaufen wir mal wieder ein, zwei Songs. Und dann war es schon so, dass wir einen Fanclub hatten und dass wir auch viel Post gekriegt haben, wo Leute gesagt haben, was kommt als nächstes, cover doch mal wieder, das finde ich ganz geil. Und dann haben wir uns das zum einfach so, dass wir auf jeder Platte unsere 1, 2, 3 Nummern covern. Wir haben damit überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Und wenn uns jemand schimpft deswegen, macht mir das auch nichts, weil ich stehe dazu. Coverversionen, die stehen auf irgendwie auf, die stehen irgendwie in einem eigenen Licht bei uns, weil das sind halt Songs, die kommen natürlich aus einer ganz anderen Ecke meistens. Also die sind im Original meistens anders instrumentiert, anders interpretiert, mit einer anderen Intention gespielt. Also die machen wir eigentlich nur zu unseren eigenen Songs und spielen sie dann halt auf Bates-Manier. Ihren ersten Charts-Einstieg hatten die Bates dann auch prompt mit einer Coverversion. Mit Hello von Shakespeare's Sister. Böse Zungen schimpften die Bates darauf in eine Coverband. Doch der Vorwurf konnte den Bates nichts anhaben. Schließlich covern sie aus Liebe zur Musik und nicht aus Mangel an Ideen.
Und wir nehmen auch nur Sachen, die wir nicht verarschen oder so, sondern Sachen, die uns selber gut gefallen. Das war mit Hello so, wir hatten dieses Shakespeare-Sisters-Ding, hat uns super gut gefallen. Und uns hat im Refrain dieser Bums gefehlt, dass es richtig abgeht. Dann haben wir gesagt, da müssen Gitarren hin, also covern wir es. Und das haben wir so gemacht. Macht einfach wahnsinnig Spaß, gute Songs zu spielen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie überraschend der Effekt auf einmal ist, dass man merkt, man spielt Billie Jean von Michael Jackson jetzt als plumpes Beispiel mal, wo alle Punks oder irgendwie Leute, die meinen, sie wären welche, über Michael Jackson herziehen und sagen, ey, diese seichte Sau, das kannst du dir nicht reinziehen oder so. Aber wenn sie bei uns auf dem Konzert sind, dann tanzen sie auf Billie Jean Pogo. Bei der Auswahl der Coversongs gehen die Bates dabei so rasch und effektiv vor, wie beim Schreiben ihrer eigenen Titel. Wenn wir das Ding ausprobieren und es funktioniert nicht wirklich schnell und wir fangen nicht sofort irgendwie an, irgendwie Feuer zu fangen oder so, dann schmeißen wir es auch wieder in die Schublade. Also wir haben halt auch irgendwie einige Dinger schon irgendwie ausprobiert. Die sind dann irgendwie über den Jordan geflogen. Also nicht alles, was wir an Ideen hatten zu covern, haben wir dann letztendlich gecovert. Auch auf Intravenous, dem neuen Album der Bates, finden sich wieder zwei nostalgisch harte Coverversionen. Unsere neuen Platte bei Be My Baby sind wir gerade dazu gedrängt worden, das zu covern. Das haben wir beim Soundcheck ab und zu gespielt. Hatten das als Gag, als Ghost Track auf der Live-Platte drauf und dann haben wir viel Post gekriegt. Eine Mücke. Viel Post gekriegt, wo die gesagt haben, das muss auf eine Platte, das wäre doch ein geiles Bait-Stück. Also haben wir es gemacht. Wir hören auf unsere Fans und nicht auf Kritiker. Ich habe da auch gemerkt, so viele Kritiker, das sind so verkorkste Musikerexistenzen. Also nicht in dem Sinn, dass sie jetzt abgestürzt sind, sondern einfach, sie haben es einfach nicht gepackt. Es gibt viele, die früher Musik gemacht haben, vielleicht erfolgloser als wir oder vielleicht auch erfolgreich, aber dann irgendwann wollte es halt keiner mehr wissen, gibt es halt auch. Und dass da so ein bisschen die Geschichte noch mitspielt. In ihren Videos zollen die Bates dem einen oder anderen Horrorfilm Tribut. Als sie den Clip zum Michael Jackson-Cover Billie Jean drehten, erwiesen sie endlich auch dem Namensgeber der Band, der Filmfigur Norman Bates aus Alfred Hitchcocks Psycho, die Ehre. Norman Bates ist mein Kumpel. Die Seelenverwandtschaft von Zimbel mit der schizophrenen Horrorfigur gab einst den Ausschlag für den Bandnamen. Ähnlich getrieben wie Norman Bates fühlt sich auch Zimbel. Er kann es nicht halten, er will, aber er kann nicht. Will nicht, muss. Ich habe halt auch so gewisse Vorlieben, die ich auch nicht halten kann. Ich denke halt, ich bin mit dem verwandt, ich weiß nicht warum, es ist halt so. Mit den Jahren kristallisieren sich halt Eigenheiten raus, bei jedem. Wir stehen halt auf Splatterkram, da kommt das her. You could say this was an independent love song. Im Clip zur Singleauskoppelung des aktuellen Albums stellen die Bates einen nicht minder schaurigen Streifen nach. Der Clip zur Independent Love Song zitiert nämlich originalgetreu aus Schweigen der Lämmer. Dennoch betrachten die Bates ihre Videos weniger als ihren, denn als Verdienst der Clipregisseure. Videos, das ist nicht unsere Baustelle. Unsere Baustelle ist die Musik. Also wir machen die Songs, gehen ins Studio, nehmen Platten auf und spielen Konzerte. Bei Videos sieht es halt so aus, diese Songs, die als Single irgendwie rauskommen, also wo wir uns mit der Plattenfirma einig sind, das wird ausgekoppelt, das wird als Single rausgebracht. Dann gehen diese Songs an irgendwelche Produktionsfirmen, das alte Schema und sowas, die hören sich das an, denken sich dazu irgendwas aus, wie kann man das eventuell bildhaft umsetzen. Und dann schicken die halt 5, 6, 7, 8 bis 20 Scripts oder sowas, die wir uns dann durchlesen und so, und das Beste suchen wir uns aus.
Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit mit zwei Wiener Regisseuren, Toni Weiß und Dirk Mainz, aus verschiedenen Gründen bewährt. Das sind Leute, das sind einfach, die klügeln alles bis ins Detail aus. Also es sind richtige, penible Profis. Und das macht auch Spaß mit denen. Weißt? Das ist auch, denke ich mal, ein wichtiger Faktor. Weil so Videodrehs, die sind ja nicht gerade, sagen wir mal, das Schönste beim in diesem Business. Ne? Bei den Plänen für kommende Clips kommt man allerdings wieder ab vom Filmzitat. Wir haben sehr viele Sachen verarbeitet, so kleine Filmchen halt gemacht. Wir haben bei Hello war das so, wir haben bei Billie Jean diese Psycho-Schiene gemacht, wir haben bei Independent Love Song, das war das Schweigende Lämmer. Und das Ganze nudelt sich so ein bisschen aus, das sieht man auch an der Reaktion der Fans, wir kriegen sehr viel Post und da wird auch darüber oft geschrieben, so dass das, ach, warum immer diese Filmkiste? Und mit ein bisschen Abstand haben wir gesagt, nee, jetzt das neue Video wollen wir zu Hause machen. Übungsraum, bunt, Punkrock, so wie es eigentlich schon immer war. So vielfältig die musikalischen Einflüsse der Bates ursprünglich waren, so ähnlich ist der Geschmack in puncto gute und schlechte Musik. Die Toten Hosen sind ein Mitgrund dafür, dass es die Bates überhaupt gibt. Ganz einfache Sache und ich verehre die Jungs. Also ich finde, die haben so dermaßen riesig was bewegt in Deutschlands damals in jedem Fall noch recht karger Musiklandschaft oder so. Das ist einfach absolut lobenswert. Also ich mag die auch sehr gerne. Ich mag die Musik von denen. Ich war auf vielen Shows von denen und fand das immer wahnsinnig geil. Den Ärzten ist es ganz genauso. Das ist einfach eine absolut geniale Band. Die Deutschen sollten froh sein, dass es sowas gibt. Männer sind Schweine. Kumpels. Und ich mag beide Bands richtig. Also ich bin Ärzte-Fan und ich bin Hosen-Fan. Das glaubt mir keiner, aber es ist so. Es ist wirklich wahr. Ich stehe auf die ganzen alten englischen Punk-Bands, die zurzeit wieder so ein ganz kleines Ding haben und wieder auf Tour sind. Wir haben jetzt gerade in Hamburg haben wir Buzzcocks vor uns und Angelic Upstarts. Ich habe mir vor, wie lange ist das her? Halbes Jahr? Ja. Cox Sparrow, eine meiner Lieblingsbands, angeschaut. Also ich stehe auf den ganzen alten englischen Punkkram. Wie gesagt, ich habe Cox Sparrow gesehen, ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Das ist eine Band, mit denen ich groß geworden bin und so, und die ich nach wie vor sehr verehre. Und mich hat es gefreut, dass die eine ausverkaufte große Freude in Hamburg hatten und mehr Leute gezogen haben als dieser Fuck Marilyn Manson, den ich hasse und tot. Wenn Punk-Klassiker volle Hallen und mehr Publikum als Kunstfiguren wie Marilyn Manson haben, freut es Pogo. Dass alte Sachen immer noch mehr ziehen teilweise als neue Bands. Und das ist auch nur, weil die Hand in Hand mit ihren Fans arbeiten. Weißt du, die gehen nach dem Konzert zu dir runter, geben die Hand und sagen, Alter, wir haben uns schon mal gesehen, irgendwo trinken Bier mit dir, setzen sich zu den Leuten. Und so Leute wie Marilyn Manson, die haben, ich war auch beim Konzert, weil ich musste, der spielt dann irgendwie 35 Minuten, geht runter, zeigt den Leuten einen Fuckfinger und steckt in seinen scheiß Nightliner und fährt weg, verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen solchen Bands. Das würden wir auch niemals tun. Es gibt bestimmt ein paar Sachen, die ich absolut schrecklich finde, aber ich weiß, was ich von diesen Sachen zu halten habe, die ich absolut schrecklich finde. Und ich würde mich hüten, das irgendwie öffentlich hier irgendwie breit zu treten oder so. Das mache ich prinzipiell nicht. Worüber ich reden kann, das sind Bands, die ich sehr geil finde. Also zum Beispiel Guano Apes. In Deutschland Wahnsinns-Bandpotenzial. Es gibt sehr, sehr viele geile Bands, nicht nur Bands, sondern auch irgendwie Solo-Interpreten.
und so, die wirklich böse was auf dem Kasten haben. Und ich denke, was die letzte Zeit die Musiklandschaft sehr geprägt hat, das ist technisch produzierte Musik. Diese ganze Elektronik, Dancefloor, Kacke da, tut mir leid. Ist nicht so mein Ding. Ich sehe halt immer wieder irgendwie dieses ganze Nachgemache. Dieses Mischmasch, House und Hip-Hop und alles wird vermischt und so. Ich weiß nicht, da sind bestimmt einige Sachen dabei, die echt unehrlich sind. Keiner ist die Die Bates auf ihrer aktuellen Tournee, ihre privaten Leidenschaften und wie sie ihre Zukunft sehen, im nächsten Teil von Jam. Vor allem live haben sich die Bates einen großen Teil ihrer Fanschaft erspielt. Als klassische Partyband gaben sie über Jahre auf kleinen und großen Bühnen sowie auch nach der Show das Letzte. Wir haben schon irgendwie die ganze Zeit, wenn wir auf Tour sind, auch recht exzessiv gelebt. Also wir sind nicht irgendwie nach der Show irgendwie brav ins Hotelchen gefahren, haben uns ins Bettchen gelegt und haben uns ordentlich gewaschen und so, sondern wir haben schon richtig viel Partys gefeiert mit allem drum und dran. Erst nach 4 unermüdlichen Jahren fielen die Bates in ein Energieloch. Hinterher, nach fast einem Jahr Bühnenpause, bereuen sie nichts. Es waren 4 Jahre, die einfach der Hammer waren. Es war geil, es war richtig super geil. Ich wollte eigentlich auch nicht aufhören, ich konnte nur nicht mehr weiter. Körperlich, rein körperlich. Also hier oben hat das alles getickt und... Aber es war auch schwer, nach Hause zu kommen. Ich war irgendwie vollkommen out of order. Ich war tourgeschädigt, richtig. Auf ihrem neuen Album, mit dem sie zurzeit durch die Lande touren, haben sie diesem Zustand sogar einen Song gewidmet. Und nach einer Erholungspause sind sie glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen. An ihren Live-Auftritten messen sie schließlich ihren Erfolg. Ich bin ein bisschen abgedreht. Wie gesagt, gerade nach der letzten Tour, das war sehr schwer für mich, nach Hause zu kommen. Und irgendwie geregelter Tagesablauf. Weißt du, wenn du irgendwie in die Halle kommst, nachmittags um 4 oder 5 Soundcheck. Und das war schon richtig Gewohnheit. Das war eine feste Institution. Und nach Hause zu kommen und selber einkaufen zu gehen oder sowas. Ach du Scheiße, ich dachte wirklich, hui. Easy living on the road, easy going down the drain. So much love and so much sin, too much pleasure, too much pain. Feeling so fine, being much too Wenn die Platte draußen ist und die Tour dann anfängt, ist der Zeitraum so knapp, dass man noch nicht weiß, was hat man verkauft. Und man weiß auch nicht wirklich, was erwartet einen jetzt live. Kommen da Leute, kommen keine? Weil ich selber bin reger Konzertgänger, habe zig Konzerte gesehen und habe auch schon viele Bands, die ich sehr verehre, abstürzen sehen. Also wo im Jahr zuvor, was ich 10.000 Leute waren, ein Jahr später 1.000 und dann gar keiner mehr. Und du weißt also nie, was erwartet einen, was kommt noch jemand? Das ist das Spannende.
Für mich zählt was Konkretes, nämlich das, wenn ich da auf der Bühne stehe und unten stehen meinetwegen 800 Leute, dann weiß ich, aha, die, und die singen diese Songs, die wir gerade irgendwie ein paar Monate vorher aufgenommen haben, singen die mit, dann weiß ich, ah ja, die haben die Platte gekauft. Ne? Das ist was Konkretes und mein Gott, was sagt einem Platz so und so in Charts? Ne? Going for the show. Going for the show. Going for the show. Die Leute werden eine ganz normale Bandshow sehen, wie sie schon immer war. Wir werden sie auf die Bühne stellen, wir werden eine Mixshow aus dem spielen, was wir bisher schon immer gemacht haben, plus den neuen Sachen. Und wir werden halt irgendwie sehen, dass wir den Leuten ordentlich einen um die Ohren hauen. Also wir schonen uns nicht auf der Bühne, sondern versuchen halt richtig Dampf abzulassen. Das war auch ein Mitgrund, verstehst du, wegen dieses Breaks, den wir hatten oder sowas. Wir hatten nicht mehr das Gefühl, dass wir irgendwie absolut Volldampf geben können auf der Bühne. Und wenn wir das nicht können, stellen wir uns nicht da hoch, weil ich glaube nicht, dass das die Leute verdient haben. Cold as a razor blade. Viel Zeit bleibt nicht neben Tourleben und Studio-Sessions, doch vor allem Pogo und Klube teilen schon seit Jahren eine gemeinsame Leidenschaft. Ich kann ohne Fußball gar nicht. Es gibt ein schönes Lied von einer Band, die ich sehr verehre, das heißt Fußball, Ficken, Alkohol. Also ich hoffe, da wird nichts rausgeschnitten. Die Reihenfolge stimmt eigentlich so ein bisschen. Ich habe als Vierjähriger angefangen, Fußball zu gucken, damals nur so Länderspiele und so, weil mein Papi das immer geguckt hat. Und ich habe gebettelt und so, dass ich abends aufbleiben durfte, um das zu gucken. Und ich habe auch sehr früh angefangen, ins Stadion zu gehen und ich brauche das einfach. Es gibt so Sachen, wir spielen in Budapest ein Open Air und ich sitze da morgens irgendwie rum so und fiebere dem Soundcheck entgegen und weiß, abends spielt mein Lieblingsverein in Hamburg ein Spiel und habe mir gedacht, das geht nicht und habe mich in den Flieger gesetzt, bin da hingeflogen, habe mir das Spiel angeguckt und bin wieder zurück. Fußball ist halt, wie gesagt, ist die schönste Nebensache der Welt und so, und es macht halt Wahnsinn. Es ist halt auch irgendwie so, es ist volksverbindend, es verbindet Menschen und Völker, ne? Man sitzt halt in der Kneipe und auch wenn man sich nicht kennt, kommt man doch über Fußball ins Gespräch mit wildfremden Leuten. Doch nicht alle in der Band sind diesbezüglich einer Meinung. Nervt, weil wenn echt nur noch über Fußball und so, da muss ich manchmal einfach weggehen. Aber ja, ich habe auch meine Flausen im Kopf. Ne? Also ich versuche mich halt in einer anderen Richtung ein bisschen mehr zu engagieren. Wie sagt man, mit Trompete, das macht mir halt mehr Spaß. Ich studiere Musik auf Lehramt. Ob ich da diesen Beruf mal ausüben werde, das weiß ich nicht. Weiß ich jetzt noch nicht. Dafür ist es auch noch nicht fortgeschritten genug. Also ich bin jetzt im dritten, oder ich habe jetzt gerade das dritte Semester abgeschlossen. Aber auch jetzt ein Praktikum. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left the streets while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Politik kann mir am Arsch vorbeigehen, geht mir auch am Arsch vorbei. Das ist einfach nicht mehr meine Welt. Das ist schon lange nicht mehr meine Welt. Natürlich kotzt es mich an, wenn irgendeine Scheiße passiert. Ich zähle es jetzt nicht alles auf, es passiert genug Scheiße. Aber im Prinzip lebe ich wirklich in einer anderen Welt, wo
dass solche Regeln überhaupt nicht gelten, diese, was weiß ich, was der Staat irgendwie vorschreibt oder so, das ist für mich nicht relevant, wirklich überhaupt gar nicht. Cymbel ist schon eigentlich ein Musiker, also der hängt zu Hause rum, spielt Gitarre und so und Sex vielleicht als Nebenhobby, ne? Ja, was mich interessiert ist, und ja, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Is it too much pain? Do you like to see me cry? Is it all that I will get? I am on my way. I nearly lose my mind. Do you like to make me cry? Guck mal, ich lese Bücher. Ich gucke Fernsehen. Ich höre Musik. Alles intensiv. Aber ich verändere mich nicht. But I know that it is true. Yes, I know now. Now that you're gone, I'm having cheap thrills. And I know that it is true. Yes, I know now. I know now. Endlich wieder auf Tour zu sein, eine Menge Festivaltermine im Sommer und im Herbst vor sich zu haben, hat die Bates wieder zusammengeschweißt. Dieses Jahr Pause hat mir persönlich und den anderen Jungs halt auch irgendwie gezeigt, wie wichtig uns das eigentlich ist, wie hoch der Stellenwert für uns die Band im Leben eigentlich ist, dass das doch schon irgendwie schwer denkbar ist ohne Bates. Also wie lange das noch geht, weiß ich nicht, aber solange noch irgendwie dieser Spaß und dieses Interesse an diesem Projekt Bates oder an dieser Band besteht, solange wird's halt durchgezogen. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, mir darüber Gedanken zu machen, wann das mal zu Ende sein könnte. Ich denke, wenn der Punkt irgendwann mal kommt, dann wird man das schon merken. Wir machen, solange es geht halt. Vielleicht stehen wir ja auch noch mit 60 wie die Stones auf der Bühne. Oder? Also nee, 60 nicht 55, kann das sein, so im Schnitt. So, ist ja nur noch 20 bis 30 Jahre entfernt. Ich möchte noch irgendwie Fischmob grüßen. Cut! Say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But it's not to say the love we have isn't good or that strong. I'm doing it a different way.